Hallo! Dass ich mit sowas wie Ihnen mal feststecken würde, hätte ich auch nicht gedacht. Ist sowas überhaupt durch den TÜV kommt? Ich habe jetzt wirklich jeden Hebel gezogen und alle Tastenkombinationen gedrückt. Irgendwas muss irgendwo passiert sein. Und ja, ich bin mir der Ironie der Situation durchaus bewusst. Der Spitzenkandidat der Nationalalternativen sitzt in einem ThyssenKrupp-Aufzug fest. Lieber sei verehrt, und ich sitze hier. Wie viel Prozent sind es denn jetzt? 16,5. Das ist mein letzter Stand. Erdrutsch. Wissen Sie was? Wo wir zwei doch eh gemeinsam hier festsitzen, verrate ich Ihnen das Geheimnis. Ganz unter uns. Andreas Zimmer ist Wahlreporter bei Rechtsaußenparteien, was durchaus zu einer Herausforderung werden kann. Das geht schon beim Veranstaltungsort los. Viele Wirte haben Angst vor Gegendemonstranten, die ihre Lokale zerstören und vermieten deshalb nicht an rechte Parteien. Die Folge: Wahlpartys finden meist weit ab vom Schuss in kleinen Landgasthöfen statt. Das Medieninteresse an solchen Events ist extrem groß. Auf ein Mitglied kommt ein Reporter. Manche Reporter machen dann aber den Fehler, dass sie Klischees erwarten oder diese bedienen. Denn weder laufen dort alle als Hitler rum, noch brüllen sie Lügenpresse. Gut, ein paar Gebührenkritiker gibt es immer. Wenn ich schon GEZ zahle, können Sie mich wenigstens auch mal im Fernsehen zeigen, ne? Die Mitglieder sind erstaunlich freundlich und normal. Alles ist familiärer und übersichtlicher als bei den großen, professionellen Parteien. So, ne? Sie stellen sich einfach dahin, wo es für Sie am besten ist. Also Strom ist da vorne und wir können auch gerne noch ein Kabel für Sie da legen. Ach ja, das WLAN-Passwort ist Rassenschande. Kleiner Scherz. Nationalkonservativ. Alles klein geschrieben. Ich sag Ihnen, was uns so groß gemacht hat. Sie? Also, die Medien. Es scheint kein anderes Thema zu geben. Also, ich versuche das nicht so hoch zu kochen. Ja, an Ihnen weiß ich mir die Zähne aus. Andere sind da einfacher. Die versuchen einen immer gleich zu entzaubern. Hoffnungslos. Wissen Sie, wie man solche Leute am besten auflaufen lässt? Warum erzählen Sie es mir nicht einfach? Der Diskussion sofort den Boden entziehen. Gleich die Gegenfrage. Was genau meinen Sie mit Reiz? Also, da müssen wir zuerst den völkerrechtlichen Status der NATO diskutieren. Sowas. Danach läuft alles ins Leere. Ich sage als Reporter immer, berichte, was ist, und sei dann aber nicht naiv. Sehen Sie, das ist viel gefährlicher. Denn viele Mitglieder sind unerfahren im Umgang mit den Medien. Wenn sie einmal in Fahrt sind, kann es durchaus passieren, dass sie nicht mehr jedes Wort auf die Goldwaage legen. Jedenfalls macht das besser als der Hitler damals. Hubert Meyer-Rückel und seine Kollegin von Spatz haben dagegen das Spiel mit den Medien und der Aufregung perfektioniert. Sie sagt etwas Provokantes, das die Partei bei der Kernklientel pusht, zum Beispiel Schießbefehl auf Flüchtlinge. Und Meyer-Rückel relativiert dann wieder, um die bürgerlichen Wähler nicht zu verschrecken. Er nennt das Push-Pull. Was täte ich nur ohne Sie? Wir sehen uns auf der Party. Junger Mann, gut gemacht. Trotzdem will Sie keiner als Nachbarn.